Friedrich Kreuzeder. Jahrzehntelang war er abhängig vom Alkohol, kam einfach nicht los. Er betrank sich oft bis zur Besinnungslosigkeit. Es ging Tag für Tag immer das Gleiche. Morgens Wodka, vormittags bis in die späten Nachtstunden. Es ist der Zwangscharakter, der bei Alkoholismus einfach dahinter steht. Sie müssen trinken. Müssen. Nicht wollen. Sie müssen einfach. Schließlich hat er es doch geschafft. Mit dem Wirkstoff Baclofen. Jetzt nimmt er dreimal täglich eine Tablette. Das Medikament beruhigt ihn, sodass er nicht mehr das Verlangen nach Alkohol hat. Das heißt, diese Muss-Situation, ich muss trinken, war wie weggeblasen. Und bis zu dem Punkt, wo tatsächlich kein Gedanke mehr an Alkohol vorhanden war. Das ging relativ schnell, innerhalb von 2-3 Wochen. Baclofen gibt es schon seit 40 Jahren und ist für spastische Erkrankungen oder zum Beispiel Multiple Sklerose zugelassen. Olivier Amezen, ein Mediziner aus Paris, schwer alkoholabhängig, fand heraus, Baclofen hat nicht nur die Fähigkeit, Spastiken zu lindern, sondern wirkt auch bei Alkoholkranken, weil es diesen das Verlangen nach Alkohol nimmt. Er hat es erfolgreich in einem Selbstversuch getestet. Er hat sich dafür entschieden, ein Buch zu schreiben, das in erster Linie helfen sollte, anderen von der Krankheit gepeinigten Menschen zu helfen und Baclofen einzusetzen für ihre Selbstbehandlung. Auch Kreuzeder probierte Baclofen und ist nun schon seit 6 Jahren clean. Circa 1,8 Millionen Alkoholkranke gibt es in Deutschland. Viele finden über Jahrzehnte keinen Weg aus der Sucht. Und nur ganz wenige haben probiert, ob Baclofen auch für sie eine Lösung sein könnte. Ganz anders ist die Situation in Frankreich. Hier ist Baclofen als Mittel gegen die Alkoholabhängigkeit seit 2014, zunächst befristet für 3 Jahre, zugelassen. Hunderttausenden Patienten konnte bereits geholfen werden. Um die 5000 französische Ärzte bekennen sich zu Baclofen. Einer von ihnen ist der Suchtmediziner Professor Philippe Jory in Paris. Lange Jahre hat er sich darüber geärgert, dass er so vielen Patienten nicht helfen konnte. Es fehlte etwas. Es fehlte uns ein Hilfsmittel. Ich habe auf dieses Medikament gewartet. Mit Baclofen haben wir es schließlich gefunden. Seit 2008 hat er ca. 400 Patienten mit Baclofen behandelt. Diese Gehirnaufnahme zeigt die Wirkung von Alkohol auf das Gehirn eines Süchtigen. Man sieht, dass bestimmte Gehirnregionen bei der Konfrontation mit Alkohol aktiviert werden. Das Belohnungssystem ist aktiv. Wenn man Baclofen gibt, bleibt das Belohnungssystem inaktiv. Das zu sehen ist toll. Baclofen wirkt wie eine Sperre. Manchmal dauert es länger, dass sich die richtige Wirkung entfaltet. So wie zum Beispiel bei dieser 32-Jährigen, die nicht erkannt werden will. Die richtige Dosierung zu finden, das war bei ihr eine besonders große Herausforderung. Sie war durch den Alkohol obdachlos geworden. Ich bin mit meinem Medikament umhergezogen, das ich mal nahm, mal nicht nahm. Deshalb hat es lange gedauert, bis es wirkte. Nur mit der richtigen Dosierung wirkt das Medikament. Der Arzt testet bei jedem einzelnen Patienten die Dosis so lange, bis keine Lust mehr zum Trinken vorhanden ist. Dennoch, eine Tablette gegen die Sucht, das kann nicht funktionieren, meinen viele Kritiker. Das ist uns völlig egal. Uns geht es darum, den Patienten zu helfen. Auf Altgriechisch bedeutet das Wort Pharmakon sowohl Droge als auch Medizin. Das gleiche Mittel kann also eine giftige Droge sein oder ein Heilmittel, ein Medikament. Das hängt allein von der Einnahme ab. Während in Frankreich Baclofen längst etabliert ist, profitieren nur ganz wenige Patienten in Deutschland.
Friedrich Kreuzeter hat zum Glück einen Arzt gefunden, der es ihm verschrieben hat. Aber viele deutsche Ärzte scheuen sich davor. Das Problem ist rein juristisch, formal juristisch, denn das Medikament ist ja nicht zugelassen für die Behandlung von Alkoholismus. Alkoholkranke wie Friedrich Kreuzeder, aber auch viele deutsche Ärzte schauen inzwischen gespannt nach Frankreich, wo gerade eine groß angelegte Studie zur Wirksamkeit von Baclofen beendet wurde. Unter der Leitung von Professor Jory. In der Studie haben wir 62 medizinische Zentren, 320 Patienten nach dem Zufallsprinzip ausgesucht, ein Jahr lang beobachtet. Das ist das, was die Europäische Zulassungsbehörde verlangt. Es ist eine Studie auf höchstem Niveau. Endgültige Ergebnisse wird es 2016 geben. Die Franzosen planen dann auch eine europäische Zulassung zu beantragen. Berechtigte Hoffnung, dass künftig noch mehr Deutsche von Baclofen profitieren können.